Oh, die hoch noch zu, Alter. Hast du die alle gleich ausziehst? Ja, mit Schlüssel und das Handy mit so. Ja, also meins ging auch auseinander ohne Probleme. Das ist ja an der Elektrofahrzeuge verdienen. Denno macht es ja auch richtig, ne? Ja. Da hebe die 90 plus Mehrwertsteuer plus Versand, glaube ich. Nee, normalerweise müsste der ja nicht so sein, aber jetzt. Im Store geschickt habe, gemacht habe, den Deckel im Geschäft. Ich schon noch gedacht, irgendwie. Ja, die werde ich irgendwie drin los zum. Moment nicht. Das ist auch eine kleine Ferne. Deutlich mehr weg als vorne. Bitte wer? Muster. Ja. Ist jetzt nur sichtbar. Das merke ich schon mit Fingernacken schon nicht mehr. Also das sind jetzt irgendwie im 100-Stel sogar noch weniger Bereich. Das ist auch unerheblich. Aber jetzt ist es plan. Der hat hier in der Ecke deutlich mehr abgenommen als auf der anderen Seite. Ja. Nee, da ist es lag. Den müssen nämlich jetzt da rein.
Der lässt sich jetzt einfach einbauen. Wunderbar. Gleichzeitig. Gleichzeitig, das geht oben drüber und das da geht dann oben neu. Genau. So. Weil das passt hier ja, ne? Siehst du, ausgefräst, hier auch. Alter, das ist aber eng. Ja, Kerze. Weil er traut sich nicht. Er traut sich ja nicht dran, er ist aber okay, wenn er sagt, er hat keine Ahnung davon. Ja, ist besser, wenn man noch was kaputt macht. Jo. Da kann man nichts kaputt machen. Ich finde es so witzig, dass es eine Firma gibt, die Dinger verkaufen will. Ja, das sind aber keine Alter. Das ist noch schlimmer. Guck dir das mal an. Das habe ich jetzt schon mal auch gehabt. Ne? Die ist zu klein. Die passen nicht mal richtig. Ja. Ja, ich sehe es. Wo ist verkehrt rum drin? Ach, das ist ja ein Witz. Ja, das musst du ziehen. Ach, das ist ein Gag. Und wenn es dann zu viel ziehst, dann reißt es irgendwann ab. Weil das ist jetzt echt viel, ne? Was nicht passt. Ach, das ist viel. Fotografier das mal. So. Ja, die Dichtung passt nicht. Das hier weiterziehe, überall auf die Löcher ziehe, dann steht es hier hinten so ab, dass das gerade so wahrscheinlich nicht wirklich passt. Ja, hier zieht es sich entweder reißt es dann oder. Ja. Qualität made by Renault. Aber wir haben ja eine Reserve. Meinst du, die ist anders? Vielleicht. Die Hoffnung stirbt zu nett. Ich zieh's auf. So, jetzt haben wir die zweite Dichtung aus dem anderen Satz. Passt besser. Passt die ist ein Mühe größer. Bisschen besser, aber ach nicht richtig. Das ist ein Witz für das Geld, ne? Wenn ja. Man die. Mhm. Aber die wird nicht weich. Die wird vielleicht weich, wenn sie Öl kriegt. Ja, dann ist es eh zu spät. Aber dann läuft sie ja vorher raus, weil eigentlich sollte ja gar kein Öl dazwischen kommen. Und das Zeug muss ja nur ganz leicht. Frau Liege, das soll ja bloß die Rauheit verhindern. Zurückseitig ist das Wetterzeichen? Nee, das ist nämlich nirgendwo. Also ich habe auch Aufkleber abgezogen. Ach so, okay. Na, läuft? Nee, die dritte passt jetzt gar nicht. Die können wir vielleicht wieder so hier ziehen, dass es dann einigermaßen passt. Lieber Freund, schon, das geht nicht, guck mal. Doch, doch. Wo ist er? Oh nee, oder? Das ist jetzt die gut. Die ist noch schlimmer. Wie kann denn sowas sein? Wie kann man so eine Scheiße zusammen... Ludwigsfelde. Ist genauso bescheuert. Zusammennagle. Ja, ist genau die gleiche Dichtung, ist genauso passt auch nicht. Nee, was machen wir jetzt? So. Ist die dehnbar, wenn du die in Öl einweichst oder was? Ich habe Dichtungspapier da, aber das kannst du vergessen. Kannst du ja so dicht mit schneiden, das Dichtungspapier, wie ich ja irre. Warum? Und du musst ja die Hälfte drauflegen, den Umriss zeichnen. Ja, das war's. Und den Rest kannst du hier abnehmen. Schon auf der. So, jetzt. Und hier hinten liegt er auch schon auf dem Ding auf, ne? Ziemlich. Ja, kommt. Gut, jetzt ist er drin. Eine schlechte Idee für schnell. Ja. Auto bedeutet, merke ich am Cabrio, wenn ich vorne den Cabrio. Ja, aber das ist ganz leicht unruhig. Und das Auto, genau der gleiche. Das meinst du, ich hier kann schon die. Ja, ich hab's du da hinge hinten, ne? Was? Ja, das ist ja unsicher. Das ist ganz schwach. Ich hab nicht eingeschlafen, sondern es war. Ja. So wie
zum Arzt. Und er hat ein bisschen Gewebeband. Ich weiß, wovon ich rede. Und das Fuhr. Oh, der sich heutzutage geht das gar nicht mehr. Auf die Schultern, hochgelaufen. Die haben 22,6. Ich habe dich abgelenkt. Die dürfen wir vergessen abzumachen. Wichtig. Ist ja toll. Was? Gut, wichtig. Jetzt. Okay. So, wollen wir jetzt deine Dingsverlängerung gleich verlängern? Die ich mit dem Benzinschlauch? Ja, können wir eigentlich gleich machen. Sitzt du dann den Bälle nachgehen? Guck, schön. Das ist alles. Ja. Umweltschutz made by Renault. Gerade, ne? Egal. Kannst du zusammen waschen? Genau. Guck an. So, jetzt brauchen wir noch ein wenig Scharubensicherung. Und dann müssen wir es wieder einbauen. Also das ist halt. Also nicht sagen, wie lange wir gebraucht haben. Eine Schraube. Wieder. Das ist irgendein Hochlastschmierstoff auf Festkörperbasis. Die Klammere gehören nach rechts. Was ein Clarenzmann für drei Brocken, ne? Mhm. Die haben ja schon gedacht, das ist eine Versteifung fürs Getriebe. In die Richtung. Oh, der Matto. Und dann haben sie halt noch mal 800 rein. Noch deswegen mal, Liter. Noch mal 800 rein und das war dann halt der Liter. Nee, wie ist denn das? Renault gibt einen Liter auch in ihre eigene Anleitung. Ja, ja. Immerhin 940 beim nur ablassen.